Hallo, seid gesegnet. Ich wollte was mit euch teilen, was ich sehr interessant finde. Und ja, zwar, ihr kennt ja alle die Stelle von Jesus, seine Endzeitrede, Matthäus 24, da verkündigt, von wegen, es wird sein wie in den Tagen Noahs, wenn das Ende kommt. Also das, was uns jetzt auch kurz bevorsteht, und dass wir da heiraten und verheiratet werden und essen und trinken, kaufen und verkaufen. Und was war denn noch in den Tagen Noahs? Und das ist das Interessante, was ich finde. Wir kennen ja alle die Geschichte von 1. Mose 6, dass da die gefallenen Engel, die Gottessöhne, zu den Töchtern eingingen. Ja? Also die haben da sind mit denen verbunden und haben so sozusagen genetisch experimentiert, was verboten war, was heute auch noch verboten ist. Was aber auch wieder passiert anscheinend jetzt. Ich zeige euch gleich warum. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihren Töchter geboren wurden. Das sahen die Gottessöhne, dann steht in der Fußnote die Nephilim, die gefallenen Engel, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von all jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Und da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage nur noch 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren aber dann die Riesen auf der Erde. Also das waren dann diese Missgeburten sozusagen, die daraus entstanden sind, aus der Verbindung der gefallenen Engel und der Menschen, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihren Kindern gebaren. Und das waren ja dann diese Riesen, und diese Frauen sind ja wohl gestorben bei der Geburt, weil die diese Riesen geboren haben. Ja, das war ja verboten. Deshalb schickte der liebe Gott in dem nächsten Kapitel die große Sintflut, ja, um diesen bösen Samen da auszulöschen, was sie da, die gefallenen Engel, diese genetische Verunreinigung zu beseitigen, ja. Und der Herr sagt ja, es wird genauso sein wie in den Tagen Noahs, ja. Also werden auch da diese genetischen Verunreinigungen anscheinend stattfinden, ja, dass sich da wieder diese gefallenen Engel anscheinend wieder vermischen mit den Menschen und da gehen manipulieren. Jetzt sagt ihr bestimmt: Ho, 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 wo steht das in der Bibel? Und es gibt eine Stelle, wo das tatsächlich steht, dass es kurz bevor dieser Endzeit, dass genau das passiert. Und da liest man gern drüber, aber ich finde diese Stelle unglaublich interessant. Und zwar ist es in Daniel 2, Vers 43. Und da sind wir bei der Deutung von dem Standbild von Nebukadnezar, von dem Traum von Nebukadnezar, von dem Standbild, ja. Und der Daniel soll ihm das ja deuten. Und der Daniel ist ja der Endzeit, Prophet überhaupt, ja. Er hat diese ganze Endzeit-Offenbarung da rausgehauen. Und er musste ja diesen Traum vom König erraten sozusagen und dann noch deuten, sonst würden alle Propheten sterben und er auch, ja. Und er hat dann den Herrn darum gebeten, um die Offenbarung dieses Traumes und auch die Deutung, und hat es dann vom Herrn auch gekriegt, ja. Und dann deutet er den Traum. Und er sagt zum König: Du, o König, schau das und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Standbild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Und du sahst zu, bis sich ein Stein losriss ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte.
Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf dem Sommertennen und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Und das ist ein Traum über die Endzeit, über die letzten 7 Jahre. Und jetzt deutet er das, dass du aber die, ja, er deutet zum Beispiel, dass das dritte Königreich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen. Ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Also anscheinend ist da das Römische Reich gemeint. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Und jetzt kommt mein Punkt. Daniel 2, Vers 43. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, wer? Die gefallenen Engel wieder? Dass sie vermischen sich wieder mit Menschensamen, aber doch nicht aneinander halten werden. Also es funktioniert ihnen nicht richtig. Wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Also sie manipulieren wiederum mit Menschensamen. Aber es funktioniert ihnen nicht. Warum funktioniert es nicht? Weil sie seelenlos sind. Ja? Das sind seelenlose Gestalten, was sie da nur manipulieren. Das sind anscheinend werden ja tatsächlich so seelenlosen Armeen gezüchtet und ihren Dumps und irgendwelche Monster da gezüchtet. Ja? Aber anscheinend funktioniert ihnen das nicht ganz richtig. Aber sie machen genau das Gleiche wieder wie vor Noah, also vor der Sintflut. Sie vermischen sich mit Menschensamen und tun dann gehen manipulieren mit Menschensamen. Das steht dann Daniel 2. Und diese Füße, dieses Standbild, das bedeutet diese letzte Zeit, ja. Und Eisen und Tonerde kann sich nicht vermischen. Das heißt, sie können sich nicht vermischen, ja, mit den Menschen. Es funktioniert nicht richtig. Das bedeutet, dass sie sich zwar mit den Menschensamen vermischen, also sie versuchen es, aber doch nicht aneinander haften werden. Wie sich ja Eisen und Ton nicht vermischt. Also das ist eine ganz andere Deutung nochmal von diesen Zehen, von diesem Eisen- und Tongemisch, was ich nicht vermischen kann. Wenn das natürlich, wenn die das tatsächlich wieder versuchen, ja, diese gefallenen Engel. Und das ist schon interessant. Und was ist denn passiert mit diesen gefallenen Engeln? Also es kam die große Sintflut, ja, und diese ganzen Monster, was sie da gezeugt haben. Dieses unreine genetische Material wurde somit vernichtet von der Erde, ja. Aber diese gefallenen Engel oder diese Geister, Geister ja nicht, also die sind ja nicht an der Sintflut gestorben, die können ja nicht sterben, weil sie ja keinen Leib mehr haben, ja, und keinen Leib haben. Und das ist das Interessante, was da eigentlich, wo wir uns da jetzt wieder befinden. Es ist genau der Moment, wo sind denn die hingekommen? Und anscheinend halten die sich ja irgendwo auf. Und anscheinend sind sie ja in diesem zweiten Himmel halten sie sich auf. Und da haben die ihre Städte, ja. Und werden in der letzten, in der Mitte der Drangsal auf die Erde geworfen. Das steht ja in der Offenbarung 12, Vers 7. Satan wird auf die Erde hinabgeworfen und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften auch. Also der ist immer noch da, ja, und seine bösen Engel sind immer noch da. Satan und seine bösen Engel gibt es immer noch, ja.
Und die kämpfen da im Himmel, also in diesem Himmel, im zweiten Himmel, das ist der Weltraum. Aber sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Warum? Weil sie auf die Erde geworfen wurde. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und das ist der Punkt dieser letzten 1260 Tage, wo es dann richtig rund geht, wo denn all die Hölle losbricht. Ja, das sind wir aber schon weg, hoffentlich. Ja, das ist die Entrückung vorher schon. Das sind die letzten 1260 Tage. Und ich höre deine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und einige haben ihn wohl überwunden. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes Lammes willen, also die im Blut des Lammes benetzt sind. Und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, also die den Herrn Jesus bestätigt haben und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum könnt diese fröhlich sein. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen aber, die auf der Erde wohnen, die wo auf der Erde noch sind und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat ein großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Genau 1260 Tage hat er Zeit. Und ja, und das ist interessant. Also, sie sind in den zweiten Himmeln, ja, bis sie da jetzt herabgeworfen werden in der letzten halben Zeit der Drangsal. Aber anscheinend tun sie weiterhin oder machen gerade wieder. Irgendwie tun sie sich weiterhin mit den Menschen vermischen oder versuchen da zu manipulieren und gehen zu manipulieren, ja. Und deshalb wird, ja, da kommt wohl der Auftrag von dem Engel Michael, sie dahin abzustoßen. Und in der Offenbarung 8, Vers 8, steht ja auch geschrieben, und der zweite Engel stieß in die Posaune und es wurde etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Also es ist nicht dieser Stern, wo weiter vorne anscheinend auf die Erde fällt, sondern ein großer brennender Berg wird hinabgeworfen. Wird ins Meer geworfen, steht da. Also er wird runtergeworfen. Und das ist wahrscheinlich genau die Parallelstelle zu der Offenbarung 12, wo diese Stätte hinabgeworfen wurde, ja. Und das ist das eigentlich, was ich euch zeigen wollte, dass wie in den Zeiten Noahs, dass es nicht nur sich wahrscheinlich auf sie heiratet und verheiraten sich und hatten da Spaß, ja, und sondern auch auf die gefallenen Engel bezieht, dass die da Genmanipulation betrieben haben und sich mit den Menschen vermischt haben und dass sie jetzt wahrscheinlich auch herumfuschen und in diesen Untergrundbrutstätten des Bösen sah ihre, was weiß ich was, Zeugen und ja, herummanipulieren mit genetischem Material und deshalb wird Gott da auch wieder in kürzester Zeit eingreifen. Ja, das wollte ich euch zeigen, weil das fand ich noch ein interessanter Aspekt zu den Tagen Noahs. Ja, so. Der Herr segne euch jetzt, der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden, der Name des Herrn sei über euch. Der Herr segne euch mit dem Köstlichsten des Himmels, mit dem Tau, mit der Flut, die drunten ruht, mit der köstlichen Frucht, die in der Sonne reift, mit den köstlichen Früchten, die die Monde sprossen lassen, mit dem Besten der uralten Berge und dem Köstlichsten der ewigen Hügel und dem Kostbarsten des Landes und seiner Fülle. Das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnt, komme auf euer Haupt und auf die Scheitel der Geweihten und euren Brüdern und Schwestern. Bedanken wir dem Herrn und loben und preisen seinen heiligen Namen. Heilig, heilig, heilig bist du. Heilig, heilig, heilig. Heilig werde dein Name, wie im Anfang, so jetzt und alle Zeit, bis in alle Ewigkeit. Amen. Sei gesegnet.